Ich würde ja so gerne einen adoptieren, aber in meiner Wohnung sind keine Hunde erlaubt. Du musst keinen Hund adoptieren, um einen zu retten. Bis zum 24. Dezember geht nämlich das komplette Autorenhonorar von allen Verkäufen des Urban Fantasy Romans Seelenschulden an den Tierschutzverein Nothunde La Mancha e.V. Heißt das, ich bekomme einen coolen Roman und spende gleichzeitig für Tiere in Not? Yep. Ist übrigens auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Das E-Book hast du auch an Heiligabend noch bis 2 Minuten vorher auf dem Handy. Hier, schau mal rein. Klingt gut, aber ich weiß nicht, ob mir das Buch gefallen würde. Ja, das finden wir gleich gemeinsam raus. Schau dir mal den Trailer an. Die magiebegabte Möbelpackerin Jean hat durch Seelenschulden ihre Heilkräfte verloren. Doch diese braucht sie dringend, um ihre Mutter von einer mysteriösen Krankheit zu befreien. Der einzige, der ihr helfen kann, ist ein Dämon im Besitz des mächtigsten Magiers der Stadt. Also geht sie einen Handel mit ihm ein, obwohl sie dabei nur verlieren kann. Für Zimperlichkeit bleibt keine Zeit, denn das Leben ihrer Mutter hängt am seidenen Faden. Ja, Hammer! Das schaut nach genau dem richtigen Geschenk für meine BFF aus. Ich bestell dir gleich eins. Am besten direkt beim Verlag unter obscurati.de oder das E-Book bei Tolino. Da kommt dann der größte Spendenbetrag zusammen. Und bestellt. Danke für den Tipp. Immer gern. Dafür bin ich da.